Guten Abend, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich bin ganz aufgeregt. Wir werden gleich zu Beginn. Ich weiß, das ist etwas ungewöhnlich zu so einer Veranstaltung, dass der zu Ehrende eröffnet, aber ich nehme mir jetzt die Freiheit, damit es losgeht, möchte ich mal die Band vorstellen. An meiner Seite werden jetzt musizieren der Patrick Scales am Bass. Ernst Ströer, Percussion. Der Roberto Di Gioia am Klavier. Ja, wir sind sehr glücklich, heute Abend hier zu sein, in diesem wunderbaren Raum. Haben vorhin uns versucht, ein bisschen einzuspielen. Meine normale Besetzung vom Passport ist ja etwas größer. Aber wir haben uns gedacht, an so einem Abend ist es angemessen und schön, mal in einer kleinen, reduzierten Besetzung einfach frei zu musizieren. Und wir wünschen euch viel Vergnügen. Scales, Ernst Ströer. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Bis gleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, eigentlich kann man nach so einem Auftakt gar nichts mehr sagen. Ich begrüße Sie trotzdem ganz herzlich hier im Saal des Alten Rathauses zur diesjährigen Verleihung des kulturellen Ehrenpreises der Landeshauptstadt München. Begrüße zuallererst und zuvorderst den diesjährigen Preisträger Klaus Doldinger und seine Frau sehr herzlich. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass zwei Ehrenbürger unserer Stadt anwesend sind, Professor Dr. Michael Krüger und Professor Bruno Reichert mit seiner Frau. Herzlich willkommen. Ebenso möchte ich begrüßen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen schon, Herr Doldinger, welchen Respekt Sie bei der Stadt genießen. Ich kann Sie gar nicht aufzählen. Ich habe 14 Namen auf der Liste stehen. Bitte um Nachsicht. Zahlreiche Mitglieder, jetzt bin ich voll durchgegendert, Mitglieder des Münchner Stadtrates. Herzlich willkommen auch an Sie alle und an die berufsmäßigen Stadträte der Landeshauptstadt München. Herzlich willkommen. Was wäre eine Preisverleihung ohne Laudator? Er ist glücklicherweise da. Begrüßen Sie mit mir Günter Rohrbach, der die Laudatio halten wird. Und dann darf ich noch begrüßen die früheren Preisträger und Jurymitglieder Dieter Dorn, Professor Dr. Joachim Kaiser, Herr Linde Kölbel, Dr. Uwe Timm und Andrea Kreine. Herzlich willkommen an Sie alle. Und jetzt werde ich die Mahnung des Laudators sehr ernst nehmen, der mir vorher gesagt hat, wohl in Erinnerungen eines Vorgängers in meinem Amt, ich soll nicht so lange reden. Das werde ich sicher tun, trotzdem erlauben Sie mir ein paar Sätze, die, glaube ich, in Anbetracht des furiosen Auftakts auch erforderlich sind. Lieber Klaus Doldinger, erstens mal bin ich begeistert als derjenige, der Schirmherr und Veranstalter dieser Veranstaltung ist, dass Sie die Musik selber machen. Das ist wirklich hervorragend. Das haben wir nicht oft hier in diesem Saal. Meistens müssen wir uns um die Musik kümmern. Dass es
tatsächlich sehr lang gedauert hat, ja, fast 60 Jahre nach dieser Geschichte des Ehrenpreises, dass wir einen fulminanten Musiker wie Sie mit diesem Ehrenpreis auszeichnen. Ja, man könnte sagen, 2005 hat Manfred Eicher und das Plattenlabel ECM den Jazz hier schon mal vertreten, allerdings eher eben auf der Produzentenseite. Und Sie, Herr Doldinger, Sie haben es gerade schon bewiesen, Sie sind nach wie vor ein ganz, ganz großer im Jazz und ich freue mich sehr und ich bin stolz darauf, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, wirklich. Ich glaube, dass Sie, ja, ich muss auch sagen, er hat mir freundlicherweise schon mehrfach das Angebot gemacht, mit mir mal zusammen zu spielen. Ich habe es immer abgelehnt, weil ich finde, man sollte seine Maßstäbe nicht überschätzen. Und deswegen habe ich bis jetzt darauf verzichtet, aber ich habe mich nochmal ermuntert, doch auch von einem Großen zu lernen. Ich lerne gerade den vierten Akkord auf der Gitarre und wenn ich den fünften kann, Herr Doldinger, dann spielen wir mal miteinander. Aber mein großer Respekt ist Ihnen auch aus dieser Sicht absolut sicher, denn wie gesagt, wer so ein bisschen auf der Gitarre klimpern kann, der hat manchmal Kontakt zu Musikern, das ist mir gelungen. Und ich habe versucht, mal ein Blasinstrument zum Klingen zu bringen. Und zwar sowohl Trompete als auch Saxophon. Ich bin so kläglich gescheitert, dass ich es gar nicht beweisen will. Aber es ist kein Ton aus diesem Instrument gekommen. Ich wusste gar nicht, ob ich die falschen Tasten drücke. Auf jeden Fall kann ich nur bewundern, was Sie für Töne rausholen aus diesem Instrument. Und alle, die jetzt glauben, es kommt jetzt dann der Tatort, die muss ich enttäuschen. Es kommt nicht der Tatort. Auch wenn wir bei geschlossenen Augen irgendwie alle die Vision vom Tatort hatten. Klaus Doldinger hat nicht nur dieses wahnsinnig tolle Musikstück geschrieben, sondern eben auch viele andere Filmmelodien, Melodien, die wir im Kopf haben. Und mit Passport zusammen tatsächlich wirklich Musikgeschichte geschrieben. Und es klingt immer so nach Nachruf, deswegen höre ich auch sofort wieder auf mit diesem Thema. Es ist überhaupt nicht erforderlich, habe ich festgestellt. Und auch wenn, wie hat Sie Udo Lindenberg getauft, einen heißen Greis, also da hat er wahrscheinlich in den Spiegel geschaut. Ich glaube, dass man Sie definitiv nicht als heißen Greis bezeichnen kann, sondern auch wenn der Udo ja mit Ihnen lange, lange Jahre verbunden ist und das habe ich auch erst gelernt, mal bei Passport Schlagzeug gespielt hat, bevor er seine Stimme entdeckt hat wahrscheinlich, glaube ich, ist es überhaupt nicht angemessen, bei Ihnen überhaupt von Ruhestand oder von irgendwas Ähnlichem zu sprechen. Nein, Herr Doldinger, ich glaube, Sie haben heute jetzt schon mit den ersten Tönen und den ersten 20 Minuten bewiesen, dass es unglaublich ist, was Sie nach wie vor mit Ihrer hervorragenden Begleitband, muss man nochmal sagen, ist eigentlich mehr als eine Begleitband, sind lauter hervorragende Musiker, hier letztlich zum Klingen bringen können. Deswegen höre ich jetzt auch schon gleich wieder auf und lese das nicht alles vor, was hier steht, weil ich habe die Hoffnung, dass Sie am Schluss, wenn ich kürzer rede, vielleicht noch länger Musik machen. Und ich glaube, das ist in unserem allen Interesse, wenn ich jetzt weniger rede und Sie danach noch mehr Musik spielen. Deswegen nur nochmal meinen ganz, ganz herzlichen, aufrichtigen Glückwunsch. Ich glaube, Sie haben den Preis verdient wie schon lange niemand mehr. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich Sie heute hier auszeichnen darf. Und das habe ich der Regie entnommen, darf ich jetzt gleich machen, was eine merkwürdige Reihenfolge ist. Aber wir machen das jetzt einfach gleich. Wir haben jetzt eh schon alle Reihenfolgen durcheinander geschmissen. Deswegen darf ich Sie jetzt zu mir aufbitten und dann darf ich Ihnen die Urkunde verleihen. Und dann ist der Laudator an der Reihe. Herzlichen Dank. Mikrofon. Ja. Lieber Herr Doldinger, Sie werden mir verzeihen, das lesen wir jetzt nicht vor. Nein. Vor allem, weil es ich gar nicht lesen kann. Die Schriftgröße ist, können Sie es nachher mal anschauen, ich schätze mal PT10. Das also ist mir jetzt kommt für mich das sehr entgegen, ich kann es ohne Brille sogar noch viel besser lesen. Oh. Aber ich kann es nochmal zusammenfassen, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt München die Jury verleiht, Klaus Doldinger den kulturellen Ehrenpreis 2016 aufgrund seiner hervorragenden Verdienste um die Stadt, um die Kultur der Stadt München. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir auch ganz persönlich und von allen, die dabei waren. Herzlichen Dank!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Klaus, wo ist er denn jetzt? <lacht> 33 Sekunden dauert jene Tonfolge, die seit über 4 Jahrzehnten jedem Deutschen im Ohr klingt. Zu Anfang einmal im Monat, später jede Woche, inzwischen, wenn man nur will, jeden Tag. 33 Sekunden für die Ewigkeit. 33 Sekunden, in denen der Spiegel einmal im seltenen Überschwang die Nationalmelodie der Deutschen erkennen wollte. 33 Sekunden, an denen niemand vorbeikommt, der sich anschickt, Klaus Doldinger zu feiern. Was bedeutet es für ein Künstlerleben, wenn ein einziger, schneller Entwurf, eine Gelegenheitsarbeit sich so nach vorne drängt, Besitz ergreift von der ganzen Person, sich an sie heftet wie ein Markenzeichen, gleichsam zum Teil des Namens wird? Das muss er aushalten, der Klaus Doldinger, dass diese Petitesse geradezu unverschämt vorwitzig herausragt aus dem Schaffen dieses Künstlers. Für ihren Erfinder ist die Tatortfanfare zugleich Segen und Fluch. Sie etabliert Berühmtheit, aber sie verdrängt zugleich, was diese Berühmtheit legitimiert. Denn mit Klaus Doldinger feiern wir heute Abend den Schöpfer eines imponierend umfangreichen Werkes. Rund 80 Langspielplatten, darunter zahlreiche goldene, über 100 Filmmusiken. Es können angesichts zahlreicher Serienfolgen aber auch 200 sein, er weiß es nicht so genau. Etwa 5000 Live-Konzerte. Wie kann das sein bei einem Musiker, der sich von Anfang an einem Genre verschrieben hat, das sich seit Jahrzehnten abseits der großen Straßen bewegt? Er in einer Nische lebt, in der Sprache des Metiers nicht wirklich U, aber auch nicht ganz E ist. Klaus Doldingers erklärte musikalische Heimat ist der Jazz. Warum ausgerechnet das und warum mit so hartnäckiger Kontinuität? Man kann das nur lebensgeschichtlich erklären. Doldinger war 9 Jahre alt, als er im Frühsommer des Jahres 1945 zum ersten Mal diese so ganz anderen, so ganz neuen Klänge hörte. Sie kamen aus einem Dorfgasthof im bayerischen Schrobenhausen. Die Musiker waren amerikanische Soldaten und was sie spielten, war vermutlich Swing im Stile Glenn Millers. Das war damals für deutsche Ohren eine Sensation, nicht nur in der bayerischen Provinz. 12 Jahre lang hatte Jazzmusik als entartete Kunst gegolten. Kein Radio hatte sie gespielt, kein Plattenladen sie verkauft. Wer in diese Zeit hineingeboren wurde, hatte keine Chance, ihr zu begegnen. Und jetzt das. Da waren diese schlaksigen, unendlich lässigen Amerikaner in unser steif gefrorenes, marschmusikverseuchtes Land gekommen, Kaugummi kauend und auf leisen Krebssohlen. Und mit ihnen kam dieser neue Sound. Dieser mitreißende, alle Glieder durchzuckende Rhythmus. Das hat auch weniger musikalische Begabte, als es unser Preisträger ist, in einen Bewusstseinstaumel versetzt. Man kann sich das heute kaum vorstellen, wie diese Invasion der Amerikaner damals gerade auf Jugendliche gewirkt hat. Das waren nicht einfach anders gekleidete, eine andere Sprache sprechende Menschen. Das waren Außerirdische. Und außerirdisch war auch die Musik, die mit ihnen zu uns hineinschwang. Der kleine Doldinger war zusammen mit seiner Mutter aus Wien kommend und vor der Roten Armee fliehend hier in Bayern gelandet. Es sollte das prägende Erlebnis seines Lebens sein. Die Musik, die er aus dem Dorfgasthof gehört hatte, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Als er dann wenig später aufs Gymnasium ging, die Familie hatte sich inzwischen in Düsseldorf mit dem Vater wiedervereinigt,
rang er den Eltern die Erlaubnis ab, gleichzeitig mit der Oberschule auch das Konservatorium zu besuchen. Als sogenannter Liebhaberschüler, also ohne Verpflichtung, aber mit umso mehr Enthusiasmus. Durch einen Freund der Familie, der Zugang zu amerikanischen Schallplatten hatte, war seine Musikerfahrung inzwischen auf ein höheres Niveau gehoben worden. Jazz at the Philharmonic prangte auf dem Cover, an das er sich erinnert. In der Wohnung stand jetzt auch ein Klavier, sein erstes Instrument. Es hat ihn bis heute begleitet, längst freilich in der Form eines Flügels. Die nächsten Jahre verliefen typisch für diese Zeit des Mangels, aber auch des Aufbruchs, der Improvisationslust. In einem Düsseldorfer Musikgeschäft hatte sich für die Abendstunden eine Gruppe junger jazzbegeisterter Menschen eingemietet. Sie nannten sich Hot Club, hörten miteinander die neuesten Schallplatten, umrahmt von die Eindrücke vertiefenden Vorträgen. Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Charlie Parker und nicht zuletzt Louis Armstrong waren die Hausgötter. Mehr und mehr wuchs auch die Lust, selber gemeinsam zu musizieren. Doldinger besaß inzwischen auch eine Klarinette und bald darauf, beeinflusst von Sidney Bechet, ein Saxophon. Zunächst in der Sopran-Variante. Er hatte es einem Zirkusclown abgekauft. Das Saxophon sollte in allen Varianten das Lebensinstrument Klaus Doldingers werden. Die jugendlichen Amateurmusiker hatten inzwischen auch einen Ort für ihre Auftritte gefunden. Es war eine ungarische Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt. Mit ihnen spielte gelegentlich auch ein junger Mann, der es später auf einem anderen Feld der Kunst zu großer Berühmtheit bringen sollte. Sein Name Günther Grass. Sein Instrument ein Waschbrett, dem er mit aufgesetzten Fingerhüten schmerzliche Geräusche entlockte. Es gab für die jungen Herren auch ein Honorar. Doldinger erinnert sich präzise. 17,50 Mark plus zwei Bier und ein serbisches Reisfleisch. Der Ruf des Lokals ließ es ratsam erscheinen, den Eltern gegenüber diese Auftritte zu verschweigen. Das änderte sich, als Doldinger zusammen mit Freunden seine erste offizielle Band gründete, The Feet Warmers. Auch sie betrachteten sich noch als Amateure, zogen aber schon musizierend durch die Lande und veröffentlichten nach mehreren Jahren sogar gar ihre erste Langspielplatte, eine Doppel-LP. Doldinger war gerade mal 19. Ein Jahr später fiel er, was einen angesichts der genannten Aktivitäten nicht verwundern muss, durchs Abitur. Er besaß da zwar schon ein Auto und hatte das schönste Mädchen Düsseldorfs erobert, doch die Reife wollte man ihm nicht zuerkennen. In diesem Augenblick zeigte sich der Ehrgeiz, der ihn durch das lange erfolgreiche Leben tragen sollte. Er biss auf die Zähne, holte das Jahr nach und sicherte sich die Chance zum Studium. In der Tat schrieb er sich dann auch in der Universität ein im Fach Musikwissenschaft, was, so vermute ich mal, eher eine Konzession an die Eltern war. Denn sein Musikantentum, die sein Musikantentum zwar nie behinderten, einen solideren Berufsweg aber wohl vorgezogen hätten. An Seriosität hat er es freilich nicht fehlen lassen. Er stellte sich am Konservatorium einer klassischen Ausbildung, unter anderem auch bei Karl-Heinz Stockhausen. Doch seine wahre Leidenschaft galt weiterhin dem Musizieren, jetzt endlich auch mit einer eigenen Band, die er in Verehrung für Oscar Peterson Oscars Trio nannte. Gleichzeitig ging es mit den Feet Warmers weiter und mit ihnen wagte man sich bald auch ins Ausland. Zunächst nach Paris und dann, es fehlte den jungen Männern nicht an Mut, sogar in die USA. Chicago und New York waren dort die Adressen und am Ende sogar die Heimat des Jazz, New Orleans.
Unter welchem Alkoholisierungsgrad auch immer das geschehen sein mag, jedenfalls wurde Klaus Doldinger bei dieser Gelegenheit zum Ehrenbürger von New Orleans ernannt. Er war jetzt 26 Jahre alt, wagte er sich endlich mit seinem eigenen Namen hervor. Er gründete das Klaus-Doldinger-Quartett und unternahm mit ihm eine weit ausholende Auslandstournee, die ihn über Skandinavien, den Mittleren Osten bis nach Afrika führte. Immer mehr und immer rasanter nahm er Fahrt auf, veröffentlichte eine Langspielplatte nach der anderen, unterbrochen von zahlreichen Auftritten quer durch das Land. Auch die Jazzstile änderten sich, folgten aktuellen Trends oder begründeten neue. Ende der 60er Jahre entstand mit Gleichgesinnten die Gruppe Motherwood, in der unter anderem Udo Lindenberg als Schlagzeuger mitwirkte, und Anfang der 70er endlich die Formation, der er bis heute treu blieb, Passport. Schon früh hatte Doldinger angefangen, eigene Stücke zu komponieren, weil ihm klar wurde, dass er sich nur dann in diesem strengen Metier des Jazz behaupten konnte, wenn er sich unverwechselbar machte. Dank seiner klassischen Ausbildung verfügte er über eine Fähigkeit, die unter Jazzmusikern, auch solchen mit einem eigenen Werk, nicht eben häufig ist. Er konnte Noten schreiben. Mitte der 60er Jahre begann für Klaus Doldinger jene zweite Karriere, der ich es verdanke, heute Abend über ihn reden zu dürfen. Es ging los mit einem Anruf vom Düsseldorfer Hauptbahnhof, morgens um 7:45, also mitten in der Nacht. Am Apparat der öffentlichen Telefonzelle war der Filmproduzent Peter Berling, der später als Mitglied der Fassbinder-Familie auffällig werden sollte. Berling brauchte dringend eine Musik für einen 20-Minuten-Film über den Rennfahrer Graf Berge von Trips. Dazu muss man wissen, dass bei Filmen im Prozess ihrer Herstellung die Musik in aller Regel am Ende der Produktion steht. Ein Film wird gedreht, montiert, tonlich und tricktechnisch bearbeitet und erst dann, ganz am Schluss, wird ihm gleichsam wie die Sahne beim Kuchen die Musik hinzugefügt. Obwohl jeder Produzent, jeder Regisseur weiß, wie elementar wichtig, wie geradezu unerlässlich die Musik für die Wirkung eines Films ist, bringt es die Besonderheit des Produktionsprozesses immer mal wieder mit sich, dass dann, wenn man diese so unentbehrliche Musik braucht, kein Geld mehr vorhanden ist. Ich weiß nicht, in welcher finanziellen Klemme Peter Berling damals steckte. Die Umstände der Kontaktaufnahme, zudem mit einem Musiker, den er vermutlich schätzte, von dem er aber wissen musste, dass er noch nie für einen Film gearbeitet hatte, erlauben ein eindeutiges Urteil. Die Not war groß. Wie bei ihm nicht anders zu erwarten, hat Klaus Doldinger prompt geliefert. Zugleich aber, das unterstelle ich, eine Erfahrung fürs Leben gemacht. Dennoch hat er sich ein paar Jahre später überreden lassen, seine erste Musik für einen Langfilm zu schreiben. Es war Klaus Lemkes Negresco. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Die Regisseure des sogenannten jungen deutschen Films standen Schlange: Volker Schlöndorff, Hans W. Geisendörfer, Reinhard Hauff, Margarete von Trotta, Wolfgang Petersen, Doris Dörrie und viele andere. Auch Peter Zadek warb um ihn und später Oliver Storz. Sie alle und eine unübersehbare Zahl ihrer Kollegen bereicherten ihre Filme mit Doldingers Musik. Und der Umworbene genoss es, mit ihnen bekannter und berühmter zu werden. Und auch das sollte gesagt werden, nicht jede Filmmusik ist eine Notmaßnahme. Im Gegenteil, in der Regel wissen die Produzenten schon, wie sehr sie diesen Glanzeffekt brauchen und wie wichtig es daher ist, sich früh genug darum zu kümmern.
Ich kann über Klaus Doldinger nicht sprechen, ohne mich und damit auch Sie, verehrtes Publikum, mit einbeziehend an einen magischen Moment meines Lebens zu erinnern. Es war ein Tag von so vollendeter Schönheit, wie ihn das Jahr selbst in dem gesegneten Alpenvorland nur wenige Male kennt. Wir sind im Frühsommer des Jahres 1981. Das schwere Auto gleitet sanft durch die blühende Landschaft und aus dem Rekorder schallt die schönste, die stärkste, die wirkungsvollste Filmmusik, die je für einen deutschen Film geschrieben wurde. Ich war auf dem Weg von Icking nach Geiselgasteig, vom Studio des Klaus Doldinger zum Schneideraum von Hannes Nickel und Wolfgang Petersen. Und nach fast 2 Jahren der Kämpfe und Sorgen, der Hoffnungen und Befürchtungen, der Himmelsstürme und Höllenfahrten war dies ein Moment des reinen Glücks. Freilich wusste an diesem Tag noch niemand, welches Schicksal dieser Film haben würde, der bisher vor allem durch Katastrophen aufgefallen war. Doch dass dies eine außerordentliche Filmmusik war, die dem Film einen gewaltigen Schub geben würde, das wussten wir alle. Wolfgang Petersen, der später in Hollywood mit so legendären Filmmusikern wie Jerry Goldsmith, Maurice Jarre oder Ennio Morricone zusammenarbeiten sollte, sagt heute: Eine Musik wie die für das Boot habe ich nie mehr bekommen. Es hat sich allerdings auch für den Komponisten gelohnt. Der ersten Langspielplatte, natürlich mit Single-Auskopplung, folgte bald eine zweite, nun ohne die Gesangsnummern. Nach einer musikalisch identischen CD kam eine Dolby Surround-Version mit Geräuschen und einzelnen Dialogen heraus. Dazwischen hat eine junge Hamburger Truppe, die sich U96 nannte, eine Techno-Version veröffentlicht, die europaweit Nummer 1 auf den Hitparaden wurde. Schließlich hat Doldinger auch noch eine Orchestersuite geschrieben. Überflüssig zu sagen, dass es kaum ein Passportkonzert gibt, auf den diese Nummer fehlen würde. Eines dieser Konzerte zusammen mit der WDR Big Band wurde vor Jahren ebenfalls aufgezeichnet. Keine andere deutsche Filmmusik hat eine vergleichbare Geschichte aufzuweisen. 2 Jahre später hat Doldinger für die unendliche Geschichte einen ebenfalls sehr guten Score geschrieben. Den Rang der Bootsmusik konnte er allerdings nicht erreichen. Natürlich haben diese Erfolge Doldingers Filmaktivitäten einen weiteren Schub gegeben. Es muss in diesem Zusammenhang über eine besondere Fähigkeit unseres Preisträgers gesprochen werden, die der Einfühlung. Die Komposition einer Filmmusik ist ein äußerst sensibler Prozess. Es müssen dabei nämlich die Vorstellungen mehrerer Personen miteinander versöhnt werden. Ein Regisseur weiß in der Regel ziemlich genau, was er sich erwartet. Die Fähigkeiten, dies zu vermitteln, sind allerdings nicht immer auf der Höhe der Wünsche. Die Aufgabe des Komponisten ist es dann, aus vagen Andeutungen konkrete Tonfolgen zu entwickeln, bei denen er die eigenen Vorstellungen nicht verrät. So tastet man sich immer wieder von Szene zu Szene, stets auch in der Hoffnung, im Überwinden von Divergenzen zu gemeinsamen, aber vor allem guten Lösungen zu gelangen. Und auch das möchte man vermeiden, dass nämlich am Ende der Produzent verzweifelt anmahnt, das habe er sich ganz anders vorgestellt. Dennoch ist Klaus Doldinger mit allem Enthusiasmus das geblieben, was er von Anfang war. Ein Musiker, ein Musikant, der spielen wollte, wann immer und wo immer es sich dafür eine Gelegenheit bot. Und diese boten sich. Er war begehrt und er ist es bis heute. Da steht in seinem Haus in Icking inzwischen eine imponierende elektronische Anlage, ausgestattet mit allen Finessen, die er souverän beherrscht. Er ist stolz darauf, liebt es, die Möglichkeiten, über die er hier verfügt, zu demonstrieren. Doch den wahren Doldinger hat man nur mit seinem Horn, das er fast immer mit sich führt, selbst dann,
wenn kein Auftritt ansteht. Es könnte sich ja was ergeben. Er könnte auf jemanden treffen, der Lust hat, mit ihm zu musizieren. Ich weiß nicht, ob es allen Musikern so ergeht. Man möchte es ihnen unterstellen. Verfügen sie doch über die beneidenswerte Fähigkeit, uns glücklich zu machen, mehr und unmittelbarer als jede andere Kunstform es vermag. Aber vielleicht ist das nur die Fantasie eines Menschen, der eben das, was sie können, zu seinem existenziellen Bedauern nicht kann. Mag sein, dass viele Musiker es eher als eine Zumutung empfinden, mit ihrer Kunst jederzeit und überall verfügbar zu sein. Nicht so Klaus Doldinger. Er ist immer bereit. So auch heute Abend, wo er doch allen Grund hätte, sich einfach einmal feiern zu lassen. Möglicherweise ist das nicht nur eine liebenswerte Caprice unseres Preisträgers, sondern auch dem spezifischen Charakter der Jazzmusik geschuldet. Jazzer sind Improvisationskünstler. Sie haben keine Schwierigkeiten, sich irgendwo einzuklinken, mitzuspielen mit Musikern, die sie gerade erst kennengelernt haben. Es ist verblüffend zu sehen, wie wenig Verabredungen es oft braucht, wie schnell man sich verständigt, spielerisch, unbekümmert. Es scheint nicht wichtig zu sein, dass sie das Stück, auf das sie sich einlassen, auch kennen. In spontanem Verständnis nehmen sie auf, was ihnen angeboten wird, variieren es und geben es reicher wieder zurück. Es entspinnt sich eine Art musikalischer Dialog, bei dem man sich immer heftiger fordert, sich in einen Rausch hineinsteigert, um es dann so harmonisch ausklingen zu lassen, als habe man das monatelang geübt. Ich hatte das Glück, Klaus Doldinger mehrfach dabei zu beobachten, wie er genau diesen Prozess mit Musikern demonstrierte, die er zuvor nicht kannte. Herausragend ist eine Silvesternacht auf Schloss Elmau. Doldinger war dort als gewöhnlicher Gast, aber natürlich nicht ohne sein Saxophon. Es spielte eine für den Abend engagierte Band. Und irgendwann geschah, was geschehen musste. Doldinger packte sein Horn aus und eröffnete den Dialog. Zaghaft zunächst, schließlich immer selbstbewusster und dominanter. Doch dann passierte etwas, was nur unter Jazzmusikern denkbar ist und dieses Silvester zu einer unvergessenen Elmauer Nacht machte. Es gab nämlich noch einen weiteren berühmten Musiker unter den Gästen des Hotels, den Bariton Thomas Quasthoff. Auch er erwies sich mit seiner Stimme als virtuoser Jazzer. Und es entfaltete sich eine Jam-Session, die das Publikum in Raserei versetzte. Nun ist der Jazz eine eigene Wissenschaft. Es gibt zahlreiche Formen und Stile, die sich über die Jahrzehnte entwickelt, inspiriert und gegenseitig verdrängt haben. Der Laudato ist Filmproduzent und kein Musikexperte. Er wird sich hüten, Doldinger musikalisch zu analysieren und einzuordnen. Doldinger selbst lehnt es ab, eine strenge Richtung für sich zu reklamieren. Er bezeichnet sich als einen eher emotionalen Jazzmusiker, der seine Wurzeln im Dixieland und im Blues der schwarzen Musiker von New Orleans sieht. Seine Liebe gilt den Straßenmusikern der frühen Jahre. Und als solchen mag er sich auch selber sehen. So hat es ihm großen Spaß gemacht, in jüngster Zeit einen Straßenmusiker in einem Tatort zu spielen. Und es freut ihn, gelegentlich als der schwarze Jazzmusiker in Deutschland bezeichnet zu werden. Umgekehrt ist er aber auch stolz darauf, seit Jahren die rauchigen Keller gegen Konzertsäle eingetauscht zu haben und von Zeit zu Zeit dort auch mit großen Symphonieorchestern zusammen zu musizieren. Was ihn allerdings vor allem auszeichnet, ist die Hartnäckigkeit, mit der er dem Jazz ein Leben lang treu geblieben ist. Die Verführung war groß gewesen, als sich seit den späten 50er Jahren der Mainstream mehr und mehr in Richtung Rock und Pop entwickelte. Kurzzeitig ist er da auch schwach geworden und hat unter dem Pseudonym Paul Nero einige Langspielplatten mit Schlagermusik veröffentlicht.
Doch als Klaus Doldinger hielt er stand, verteidigte die Musik seines Herzens gegen weitere Verlockungen. Wie sich zeigt, hatte er es nicht zu bereuen. Im vergangenen Jahr wurde er 80. Auch an diesem Abend hat er gespielt mit großem Orchester in Düsseldorf, das der einst für den Berlin-Geborenen zur zweiten Heimat geworden war. Zu Hause ist er seit 1968 in Icking. Die Geliebte der Abiturszeit, Inge Beck, damals ein Model, heute eine begabte, originelle Malerin. Man muss sich das vorstellen, bei einem Musiker ist immer noch seine Frau. Und 3 Kinder und 5 Enkel gibt es auch. Ein bürgerliches Leben, könnte man sagen. Belassen wir es bei dem Konjunktiv. Musiker altern nicht. Das Metier lässt das nicht zu. Solange er lebt, wird er spielen. Immer mal wieder ruft er einen an, erzählt, was er gerade komponiert, wo er gespielt hat und wo er demnächst spielen wird. Er ist ein Musiker. Welch ein Glück für ihn, welch ein Glück für uns. Lieber Günther, ich bin so gerührt. Ich habe eigentlich noch nie so eine wunderbare Ausführung über meine Person gehört. Es raubt mir die Fähigkeit, jetzt weiter darüber zu reden. Es hat mich sehr gerührt und es ist wunderbar. Vielen Dank. Natürlich hat man so eine ganze Menge Gedanken, die einem durch den Kopf schwirren. Dieses wunderbare Leben, diesen Menschen, den ich so früh kennengelernt habe. 1955, 1960 haben wir geheiratet. Und es war eine wilde Zeit, ich muss es zugeben. Damals manchmal wusste man nicht, wo einem der Kopf steht. Denn wir sausten ja durch die ganze Welt. Von Rio nach, was weiß ich, kreuz und quer, und es war irre. Natürlich, die besonderen Ereignisse waren natürlich in den USA, wo ich mit vielen Musikern spielen konnte. Das erste Mal 1960 bereits, sogar in Birdland. Und ich bin auch nicht ohne Grund seit 1971 beim amerikanischen Major Label Warner und natürlich verschiedenen Stufen der Weiterentwicklung als Musiker verdanke ich vielen Menschen, unter anderem einem gewissen Sigi Loch, dann später den Chefs der Firmen Warner, heute ist der Bernd Dopp, die vielen Begegnungen mit Regisseuren, Produzenten, natürlich Günter Rohrbach, das hast du auch wunderbar geschildert, dieses Ereignis mit Das Boot. Und ich muss sagen, du bist leider einer der wenigen, die einem auch so eine Gewissheit beschert haben, dass man in sich irgendwo daran glaubte, was man machte. Bei vielen ist ja heute so viel ja, im Spiel an ja, Verunsicherung, an Misstrauen. Das hängt wahrscheinlich auch an der gesellschaftlichen Situation unserer Branche heute ein bisschen zusammen und ich kann es nicht ändern, es ist halt so, wie es ist. Ich versuche damit klarzukommen, ich bin aber jedenfalls sehr dankbar vielen Menschen, mit denen ich im Laufe der Jahre zu tun hatte, die mich auch immer wieder inspiriert haben zu vielen Dingen. Und natürlich gehörte der Wolfgang Petersen dazu und viele andere Regisseure und Autoren, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe. Natürlich auch Gesangskünste, das fing mal ganz früh an mit
Katja Epstein und was weiß, also kreuz und quer eigentlich. Ich habe ja auch im Laufe der Jahre mich nie gescheut, ganz normale Lieder zu komponieren. Für die Werbung, für, was weiß ich, Kinderlieder, dieses und jenes. Und ich finde, das ist auch ein bisschen ein Fehler, aber nachvollziehbar vieler Jazzmusiker, dass die sich eben dann nur auf den einen Output festlegen. Für mich war es immer eine wichtige Erfahrung, dass ich eben als Kind überhaupt nur Volkslieder kannte und dieses und jenes. Und erst mit 9 Jahren, wie du vorhin so schön erwähnt hast, dann meinen ersten Jazz hörte und dass eine neue Welt für mich aufging. Und meine Eltern haben natürlich da auch eine gewisse Rolle gespielt, denn die haben mich immerhin auf dem Konservatorium gesteckt mit dem Einstieg ins Gymnasium. Und das hat mich doch dann auch irgendwie mitgerissen. Ich musste zwar zugeben, dass die damals war Jazz non grata, nur die Kirchenmusiker, die jatzten auch mal was im Konservatorium. Alle anderen haben den Jazz einfach nur ignoriert. Für mich war das aber trotzdem eine Herzenssache, so schnell wie möglich Mitspieler zu finden im gleichen Alter. Wir waren alle so um 16 rum, 16, 17 und dann haben wir eine Band gegründet und haben gespielt, was das Zeug hielt. Und es gab damals eben auch noch diese wunderbaren Clubs wie das Tabu in Düsseldorf oder Bohem und dann später in Paris das Blue Note. Und wir haben kreuz und quer halt damals schon gespielt als Amateure. Und das hat mich irgendwie dann auch geprägt. Später die Gewissheit, dass ich zwar dann nochmal studiere, aber eigentlich schon Musiker bin. Und dann mein Quartett gegründet habe mit dem Ingfried Hoffmann. Und der Sigi Loch hat die ersten Platten produziert. Und es war damals eine fantastische Zeit. Auch das war eine Aufwärtsbewegung. Kann man mit heute einfach nicht mehr vergleichen. Das hat mich natürlich auch bestärkt, dann dabei zu bleiben und mich für die Musik halt als solche da voll reinzuknien und immer noch bis zum heutigen Tage auch etwas lernen zu wollen. Denn das ist das Interessante daran, weil man gerät ja nicht in so eine Automatik hinein, sondern man versucht immer noch Dinge auch zu ergründen. Ich schaue mir immer ab und zu immer mal wieder eine Partitur an. Was hat der sich dabei eigentlich gedacht? Wie ist das zustande gekommen? Und das ist immer sehr gut, auch diese Dinge dann mal genauer auseinanderzunehmen und sich Klarheit zu verschaffen, wie manches halt entstanden ist. Auch im Bereich der Filmmusik. Insofern bin ich auch dankbar, dass ich bis heute, ich habe gerade ein kleines Projekt mit Uschi Reich betreuen dürfen, das doppelte Lottchen. Jetzt werdet ihr lachen natürlich, wie kommt es zum doppelten Lottchen? Aber ich finde auch solche Dinge interessant. Mal ein Thema, das ein Film, den es schon mehrfach gab und mit ganz anderen Musiken. Und diesmal haben sie sich überlegt, das muss ein afrikanisches Element rein, weil der eine Zwilling mit einem Vater in Afrika längere Zeit lebte. Und das schimmerte dann auch in der Musik durch. Das hat mich daran gereizt, an dem Projekt. Da wie auch immer. Das Leben geht halt weiter und ich hoffe, dass es noch sehr viel weitergehen wird. Dank der wunderbaren Mitspieler, mit denen ich immer wieder auf der Bühne stehen darf und Platten aufnehmen darf. Und unser letztes Album, wo auch der Roberto und alle mitgewirkt haben, war Gott sei Dank ein großer Erfolg. Und ich bewundere ja auch die Firmen, die das heute noch durchziehen, dann auch sowas wirklich professionell zu gestalten. Mit entsprechender Werbung und man muss natürlich dann auch dazu stehen und sein Ding bringen. Ist genug? Na gut, also wir spielen jetzt noch ein wenig, um zu einem guten Ausklang zu gelangen. Ich nehme an, ihr werdet nachher noch ein paar Drinks zu euch nehmen und ein wenig zu essen soll es, glaube ich, auch was geben. Übrigens ein herzliches Dankeschön der Stadt München. Ich bin wirklich im Herzen gerührt, dass ihr das bringt, diese Nummer. Ich hätte es nie erwartet, denn wie schon richtig gesagt, der Jazz ist leider etwas zu kurz gekommen. Das Manfred Frei, na klar, es ist sehr schön, dass das ECM-Label hier gewürdigt wurde, aber dass die Musiker, die oft in München auch lebten, die Jazzmusiker, bisher noch nicht so richtig zur Geltung kamen, ist vielleicht ein bisschen, aber kann man vielleicht noch nachholen. Ich nehme an, bei der musikalischen Gestaltung des Oberbürgermeisters ist dann noch einiges drin. Also jedenfalls, Dankeschön. Da im Jazz irgendwie die Vielschichtigkeit unserer Existenz aber auch eine gewisse Rolle spielt und eben manche Leute da auch unterwegs sind, die
eigentlich keine Gewinner sind, sondern Loser. Aber gerade über das Verlieren, das ich erfahren musste ich auch machen. Bei mir war das nicht immer alles nur Erfolg. Die Leute denken immer, ja, der fährt da einen großen Mercedes, heute fahre ich gar kein Mercedes mehr. Aber gut, oft sind es kleine Dinge, die einen eben zu dem bringen, was dann wirklich Kunst auch ausmacht. Insofern habe ich mal auch einen Titel gewählt für ein Stück, das wir jetzt spielen wollen. Lucky Loser. Es war eine Freude, für euch spielen zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles Liebe, alles Gute. Diese Platte gibt's auch. Ja. Dankeschön. Bleibt gesund und munter. Und erhaltet euch die Liebe zur Musik und zum Jazz. Dankeschön.